damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf Microdosis TV. Ich bin Sabine und begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet. Wir sind mal wieder hier in Lotus unterwegs, denn wir wollen uns die erste offizielle Karte anschauen, die zurzeit im Steam Workshop so rumkursiert. Die allererste Karte war eine Kreiskarte, war jetzt nicht spektakulär, um das jetzt zu filmen, aber die Test V2, die sieht schon mal sehr gut aus, weswegen ich das Ganze mir hier mal anschauen möchte. Und ja, wir sehen, wir haben hier verschiedene Eintrittspunkte. Wir werden jetzt einfach mal an der Wendeschleife anfangen und damit würde ich sagen, wir starten in ein neues Spiel hier von Lotus und starten hier morgens um 8. Ich mag die Uhrzeit. Und dann laden wir uns mal rein. Die Bilder auf Steam Workshop, natürlich könnt ihr das kostenlos herunterladen, ist Free Content. Ihr braucht allerdings schon die zwei ersten Add-ons, GCW, schieß mich tot und dann noch irgendwas, irgendwelche Haltestellen. Die findet ihr natürlich allesamt auf natürlich Steam Workshop. Wie gesagt, ist für alle kostenlos. Ihr müsst dafür nichts bezahlen. Die Bilder sahen sehr, sehr vielversprechend aus, weswegen ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen doch mehr sehen werden, jetzt hier mal von Lotus. Und ja, natürlich fehlt hier, dadurch, dass es eine Early Access ist, Leute, immer noch haufenweise Content, ja. So, hier haben wir die Wendeschleife. Wir können jetzt mal ein bisschen mal hier so rauszoomen, ja. Er war echt schnell gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Und wie man jetzt hier mal so guckt, kann man sich das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen anschauen, ja. Also, wir haben hier doch einiges drin, ne? Hier hinten ist wahrscheinlich noch nicht fertig. Doch, okay. Also es ist ein bisschen umsichtig, hat er nicht fertig genannt. Oh, ist schon ein ganz schönes gutes Stück Strecke drin. Ja, das muss man mal lassen. Ist simpel, weichen, klar. Ist jetzt, ja, das sind die Texturfehler, die wir leider dem Lotus leider schulden müssen. Da kann man leider nichts machen. Da kann der Modder auch nichts machen. Wir haben hier leider viele, viele leere Ecken drin. Naja, das muss man auch mal sagen. Aber für die erste Karte, erste brauchbare Karte, ist es schon was. Was haben wir hier noch drin? Wir haben hier eine breite Spur, die sich so ein bisschen verengt. Auch ziemlich abwechslungsreich halt dadurch. Wir haben hier, eine schöne Doppelweiche drin. Das sieht natürlich auch geil aus. Wo wir viele, viele verschiedene Punkte haben. Wo ist denn der Betriebshof? Der war doch hier auch irgendwo, oder? Nee, was haben wir hier noch? Ah doch, hier ist er. Hier ist der Betriebshof. Das ist natürlich auch ziemlich cool gemacht. Jetzt weiß man natürlich nicht, hat er das selber alles gebaut oder? Ich glaube schon, ne? Also die ganzen Weichen, oder sind die schon von vornherein platziert? Das muss ich mir auch mal angucken. Naja, es sieht aber aus, als ob das selbst platziert ist. Denn wenn es so wäre, dann wäre hier nicht so eine... Ja. Okay, hier hinten endet das. Aber wie gesagt, kann ja noch alles passieren, ne? Sonst haben wir hier oben noch so ein bisschen, wo wir hier langfahren können, klar. Haltestellen gibt es hier auch ein paar. Kann man, hat er sie beschriftet? Nee, hat er nicht beschriftet. Könnte aber natürlich auch noch beschriften. Ja, hier haben wir auch wieder die Clipping-Fehler drin, die leider üblich sind hier in Lotus. Schade. Hier hat er aber das an der Straße angepasst. Also hier geht die Straße ein bisschen hoch. So. Auch schön, dass man hier mal... Ja. Die ersten Anfänge, Leute, die ersten Anfänge. Super. Aber ich finde das geil, weil wir jetzt hier schon mal eine richtige Linie haben. Wir fahren halt nicht immer nur im Kreis oder sowas, okay? Das finde ich jetzt schon so für die ersten Testzwecke schon ziemlich geil. Die Bürgersteige sind ein bisschen klein und schmal, ne? So, aber gut, für die ersten Testzwecke. Ich hatte vergessen, weiter zu bauen, okay. Kommt auch noch. Kommt noch. Wie gesagt, ist ja... Das ist mal einer, der sich da rangesetzt hat. Hier hatte die Grastextur drauf, ne? Ja, da. Schöne Überleitungssysteme hier. Da bin ich jetzt nämlich auch dran gerade, um das zu verstehen. So, ich hatte die Weichen drin. Ach so, guck mal, ich hatte hier die Weichenkasten drin. Okay, interessant. Aha. Ja, cool. Also wir können hier zum Beispiel einmal hin und zurück fahren. Na denn, wollen wir mal sagen, dass wir uns das Ganze hier mal anschauen, oder? Seid ihr dabei? Ich denke mal schon. So. Mal. Treffen wir jetzt noch einen Vorteil? Ich habe sie mir schon letzte Mal angeschaut gehabt. Da war sie noch nicht so vollgebaut gewesen. Da war noch ein bisschen viel Luft drin. Also er hat sich hier schon relativ zügig rangesetzt. Also das müssen wir mal lassen. So.
dann haben wir die erste Haltestelle hier. Das sind zum Beispiel, glaube ich, die Haltestellenhäuschen aus Hannover, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da kommt ihr auch ins Team Workshop. So, dann wollen wir mal die Türe aufmachen. Aber Blinker brauchen wir jetzt aktuell nicht mehr. So, stehen ja hier hoffentlich drin. So. Ist natürlich noch ein geiles Bild hier finden irgendwie. Oh. Das ist doch ziemlich nice. Das können wir schon mal speichern. So, dann wollen wir 15. Achtet jetzt einfach nicht auf die Clipping-Fehler und alles sowas, ne? Die sind leider normal. So, dann haben wir die nächste Haltestelle. So, Türe auf hier. Und kurz mal abwarten. Das ist doch ein nettes Bild hier. Da, das ist doch ein ganz nettes Bild hier. Das fetzt. So. So gut gebaut. So, Tür auf. Aber wie gesagt, meine erste richtige Strecke ist jetzt natürlich kein originales Vorbild oder so. Aber statt immer nur im Kreis rumfahren, kann man jetzt natürlich auch mal so ein bisschen hier fahren. Das finde ich eine sehr geile Sache. Ich werde euch das verlinken in der Videobeschreibung, wie ihr natürlich zur Strecke hinkommt und natürlich auch, wer der Erbauer ist. Nächste Haltestelle. Ja, gibt halt natürlich. Sollte erstmal nicht viel zu sagen, können natürlich hier nichts machen, ne? Mit dem Ibis oder sowas, können halt nichts einstellen. Weil an der Versionsnummer hat sich hier nichts verändert. Jetzt gerade relativ viel, was so dem Editor halt gut tut. Natürlich auch ein paar Bugfixes noch, die da gelöst werden müssen. So, Türe auf. Tja,
Ja, hier überlappen sich die Texturen. Aber wie gesagt, das ist alles vollkommen normal. Muss man leider so sehen, ne? Später sollte das halt nicht mehr so sein, wenn die Fans sind, aber das hat man ja auch bei OMSI. Das ist ja auch schon mal drin, ne? Wie gesagt, das ist alles kostenlos jetzt hier, was wir jetzt hier haben. Ja? Ihr braucht natürlich Lotus und das Rails-Modul. Selbstverständlich gibt es ja nichts anderes. Und dann könnt ihr euch das hier über Steam runterladen. Kostenlos, selbstverständlich. Und könnt schon mal damit eure ersten Testrunden hier drehen. Das finde ich persönlich ziemlich cool. So. Der andere Wendeschleife dahin. So, Türe auf. Ah, schön. Jo, die Weiche liegt richtig. So, also deutlich schon mehr zu tun hier, ne? Also, was ist zu tun? Deutlich mehr zu fahren, ne? Ratatatatam. Tju, das war's. Wir sind jetzt hier an der Schleife angekommen hier. Ich muss sagen, richtig geile Arbeit. Also das war die Testmap V2. Wenn ich jetzt mal hier schnell mal, kann ich hier rüber switchen. Und zwar ist es diese hier. Achso, könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Und zwar ist diese von Deutscher Becher. So heißt er hier. Testmap V2, kleine Map zum Testen. Also, das ist hier vom Deutschen Becher. Du hast sehr geile Arbeit gemacht dafür, dass es die allererste Strecke ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine richtige kleine Linie, die man jetzt hier abfahren kann, nicht nur im Kreis. Also, das verspricht natürlich richtig geiler Content. Das funktioniert gut hier, ne? Du seht es ja selber. Ich meine, klar, viele, viele Clipping-Fehler drin, fehlende Sachen wie lebende Objekte und sowas, alles, das ist aber klar, alles Early Access.
ich glaube, ich habe das Wort Early Access schon relativ viel im Mund, aber man kann es halt wirklich nicht sagen. Es ist halt für mich persönlich, kommt das mir so vor, als ob es eine sehr frühe Early Access ist. Ich glaube, selbst Oriolo Software, die sitzen da selber noch nicht so ganz dahinter, wer was jetzt als nächstes kommen soll und sowas. Aber nun gut, solange das irgendwann mal fertig wird, bin ich eigentlich... Macht einfach weiter. Und... Mehr kann man hier nicht sagen. Also das ist auf jeden Fall die erste Linie, die man hier fahren kann, die auch Sinn macht, statt immer nur im Kreis zu fahren. Und ja, freue mich jetzt schon darauf, um euch weitere Karten hier zu zeigen von Lotus, sobald welche neue veröffentlicht werden oder vielleicht auch Karten geupdatet werden. Schauen wir uns diese immer und immer wieder an, bis wir dann irgendwann mal die M1 fahren können oder sowas. Ja? Also da werden wir auf jeden Fall dranbleiben, selbstverständlich. Und währenddessen werden wir uns natürlich auch noch selbst unsere eigene Karte hier so zurechte basteln. Und das alles natürlich hier wie immer mit mir, dem Bio. Und damit, ja, verabschiede ich mich jetzt schon von euch. Das war die Folge hier gewesen. Wenn euch diese kleine Strecke mal so gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal ein kleines Dankeschön dalassen für den deutschen Becher. Oder wenn ihr natürlich noch Vorschläge habt, dann könnt ihr diese hier reinschreiben. Aber bleibt bitte da realistisch in dem Punkt, damit wir vielleicht den deutschen Becher da mal so ein bisschen unterstützen. Wie gesagt, kostenlos auf Steam Workshop, könnt ihr euch alles runterladen. Ihr allerdings braucht ihr Lotus dazu, selbstverständlich. Und ja, das war's von meiner Seite. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder zum, ja, nächsten Mal wieder, ne? Tschüss!